Herzlich willkommen zum nächsten Video und zwar zum Thema Terminierung. Ja, was bringt das Video Terminierung überhaupt, um einfach feste Termine auszumachen, sodass diese Termine dann halt auch wahrgenommen werden? Ja, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, unsere Zeit ist kostbar. So, deine Zeit ist kostbar, meine Zeit ist kostbar. Das heißt, es ist super nervig, wenn Leute anfangen, einem Termine abzusagen, dauernd Termine zu verschieben, weil wir planen uns ja auch unseren Tag. Wir machen ja eine Tagesstruktur und planen die Termine ein. Aber ich zum Beispiel gerade jetzt in meiner Zeit habe jetzt erstmal gelernt, wie mache ich denn richtig Termine aus, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wahrgenommen werden, extrem erhöht wird. Ja? Die erste Sache, die da sehr, sehr wichtig ist zum Thema Termine machen, dass du erstmal anfängst, Termine vorzuschlagen. Ja, das heißt, dass du zum Beispiel sagst, hey, pass auf, wenn ich dir das Video schicken würde, bis wann hättest du das Ganze geguckt? Bis morgen oder bis übermorgen? Du schlägst einfach zwei Alternativen vor, sodass diese Person sich dann aussuchen kann, welche sie wahrnehmen möchte. Oder auch genauso mit zwei Uhrzeiten. Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Uhrzeiten, weil man dann halt einfach, ja, ich sag mal, schon einen Schritt weiter ist und dann nicht erst in dieses kommen muss, wann hast du Zeit, wann habe ich Zeit, wann passt dir das? Das heißt, dass du der Person auch ein Stück weit die Uhrzeit vorgibst. Ja, klar, sei flexibel. Das heißt, dass wenn die Person sagt, ey, ich kann morgen übermorgen gar nicht, dann schlag halt den Tag danach vor, dass du dich schon ein Stück weit auf die Person einlässt, aber dass du halt auch einfach, wie gesagt, ein bisschen die Gesprächsführung übernimmst und einfach der Person zwei Alternativen vorschlägst, sodass es bei euch beiden passt. Einfach, dass du immer diese Alternativen darstellst, auch immer an verschiedenen Tagen schaust. Ja, es bringt nichts zu sagen, hast du um 18 oder um 18.30 Uhr Zeit. Das heißt, dass man zum Beispiel mal einen Termin morgens, mittags oder abends immer diese verschiedenen Alternativen darstellt, vielleicht auch einfach an verschiedenen Tagen. Und dass diese Personen sich dann einfach was aussuchen können. Und dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, sich immer verschiedene Bestätigungen einzuholen. Das heißt, wenn du einen Termin ausmachst, ich mache es halt zum Beispiel mal so, dass ich sage, hey, wann passt es dir besser? Mittwoch 18.30 Uhr oder Donnerstag um 15 Uhr. Okay, Donnerstag um 15 Uhr passt mir besser, perfekt. Dann trage ich mir Donnerstag 15 Uhr jetzt in meinen Kalender ein. Ja, okay, passt bei mir auch super. Dann sage ich, okay, freut mich, ich freue mich auf jeden Fall auf Donnerstag um 15 Uhr. Dann sagt die Person nochmal ja, ja, ich freue mich auch. Und dann quatsche ich mit der Person noch zwei, drei Worte und dann sage ich, okay, pass auf, dann bis morgen um 15 Uhr. Das heißt, ich warte darauf, dass die Person mir dreimal den Termin bestätigt, dass der auch wirklich steht, sodass diese Person dann halt auch genau im Hinterkopf behält, okay, morgen 15 Uhr, Donnerstag 15 Uhr habe ich einen Termin. Ja, das heißt, sobald du dir dreimal die Bestätigung von der Person einholst, dass sie diesen Termin wahrnimmt, erhöht es drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch wirklich kommt. Und das finde ich, das ist wie gesagt eine extrem wichtige Sache, weil unsere Zeit ist kostbar und wenn dauernd Termine ausfallen, ist es halt langfristig auch gerade für die Planung echt blöd. Deswegen setz das Ganze einfach um, schau, dass du auf die Person zugehst, mit denen zusammen gemeinsam Termine ausmachst, dir einfach immer drei Bestätigungen einholst und dann kann ich dir sagen, dass auf jeden Fall deine Termine viel, viel öfter